Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute wieder mit meinen Kollegen Volker Zierke und Benedikt Kaiser, außerdem mit meiner Person Philipp Stein. Liebe Freunde, wir wollen uns heute mal wieder einem grundsätzlichen Thema widmen, nachdem wir in unserer letzten Episode über Fallout mit Jonas Schick gesprochen haben. Also mal wieder über eine Serie bzw. einen Film. Gilt es heute gewissermaßen einmal wieder dickere Bretter zu bohren. So ist es üblich, wenn unser Kollege Benedikt Kaiser, einer unserer Jung Europa Autoren, zu Gast ist. Er tippt gerne auf dem Handy rum, hat aber dann doch die ein oder andere positive Nachricht zu verkünden. In diesem Sinne stellen wir heute die Frage, ist der Kalte Krieg zurück? Wir erleben gerade im Vorgriff zu den anstehenden Europawahlen eine, ja, man darf glaube ich schon sagen, Schmutzkampagne gegen die Alternative für Deutschland. Maximilian Krah, Petre Büstron und andere sind im Verdacht, zumindest im öffentlichen Verdacht, für das sogenannte Ausland spioniert zu haben, beziehungsweise vielleicht sogar bestochen worden zu sein. Ganz konkret geht es hier natürlich wie immer um den Vorwurf der Finanzierung durch Russland. Das ist nicht zuletzt ein Vorwurf, der das ganze patriotische Vorfeld von, man muss sagen, einigen Satrapen und Idioten immer wieder trifft. Und neu hinzugekommen ist natürlich auch der Vorwurf durch eine China-Finanzierung. Wir wollen natürlich diese Vorwürfe gegen die AfD, gegen zwei ihrer Kandidaten, nur als Aufhänger benutzen, um eine Frage zu stellen, um eine Frage in den Raum zu stellen, ob wir uns angesichts des Konflikts in der Ukraine, von dem man überraschenderweise nicht mehr ganz so viel hört, und angesichts der Verwerfungen, die aktuell wieder stattfinden, in einem Kalten Krieg 2.0 befinden. Es ist also die Frage, warum Osten, warum Westen, was hat es mit der Re-Education auf sich? Ein Klassiker, den man immer wieder hervorziehen kann, auch für jüngere Hörer. Und liebe Freunde, nach meinem kleinen Monolog, darf ich das Wort erstmal mit so einer Art Staccato-Frage an euch zurückgeben. Also. Ja, mhm. Ostbindung, Westbindung. Ich möchte vielleicht vorausschicken, bevor dann Benedikt zu einem Monolog greifen wird. was mir in letzter Zeit wirklich massiv aufgefallen ist, also das Thema ist ja nicht neu. Ja. Wir hatten es schon vor 2 Jahren mal überlegt, einen Podcast zu bringen mit Nils noch zusammen. Die Diskussion ist ja nicht neu, aber was einem wirklich auch daran auffällt, jetzt auch Thema Volksverrat und so, wenn es die Mainstream-Medien für sich dieses Wort Volksverrat für sich entdeckt haben, ist doch, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, was dieser Osten, was dieser Westen verkörpert. Mhm. Also du kannst zum Beispiel für im Lobbyverband für Rheinmetall im Bundestag unterwegs sein und in der Atlantikbrücke und was weiß ich woanders, und dir wird nie vorgeworfen, du wirst Volksverräter sein. Mhm. Gleichzeitig hast du aber natürlich auch in der Rechten zunehmend jetzt vielleicht auch durch diese Skandale herum die Tendenz, dass zum Beispiel dieses Europathema kaum noch eine Rolle spielt in der Diskussion, aber auch in der Wahrnehmung. Mhm. Und stattdessen entweder also Leute halt beleidigt werden, weil sie tendenziell natürlich den Russen den Sieg über die NATO wünschen, oder andersrum natürlich auch Einflussnahme aus China und so, dass es da jetzt so eine Art einen Rückzug auf das rein Nationale gibt, also Deutschromantik 1871 und so ein Scheiß. Ja, dann will ich meine Frage vielleicht mal zurückziehen und sie ans Ende stellen, denn man kann sie ganz genauso gut in einem Fazit stellen, Ost- oder Westbindung oder Absage und so weiter. Benedikt, das, was Volker jetzt so ein bisschen eingehend dargestellt hat, ist ja das, was du in vielen deiner Tweets zuletzt immer wieder versucht hast herauszustellen, nämlich, dass man ja Abgeordneten vorwirft, also andersrum, wenn man wirklich bestochen ist, also wirklich Geld annimmt und bestochen ist, egal von wem, vollkommen egal, ob von Westen, Osten, dann hat man in der Politik nichts verloren. Ich glaube, darauf können wir uns alle drei einigen. Fakt ist aber, dass eine Bestechung durch Russland, eine Bestechung durch China, und sei es nicht mit Geldmitteln, sondern sozusagen im Sinne von sympathisier mit mir, mach für mich Werbung, werbe für ein Bündnis mit uns,
generell verpönt ist. Und das ist das, worauf du immer wieder gekommen bist. Wohingegen sozusagen die offene Kooperation, man muss beinahe sagen, das Speichellecken, um es mal ganz deutlich auszudrücken, bei anderen Mächten, die aus dem Westen kommen, praktisch wie so eine Art Selbstverständlichkeit behandelt wird. Vermutlich auch, weil es in diesen Mainstream-Parteien, Mainstream-Medien, um diese Begriffe mal zu verwenden, natürlich vollkommen normal ist. Wir brauchen da nicht bis zum US-Amerikaner zu gehen, wo es, glaube ich, keinen einzigen Kandidaten jemals gegeben hat, der kein schönes Foto an der Klagemauer gemacht hat. Egal, wie man das jetzt bewerten mag. Aber das gehört sozusagen zum Standardrepertoire. Ja, und in der Bundesrepublik haben wir jetzt auch das Phänomen, selbst innerhalb der AfD und auch innerhalb Teilen des Vorfelds, dass sozusagen in der Atlantikbrücke zu sein oder für die NATO zu sein vollkommen normal ist, wohingegen alles, was mit Russland und China zu tun hat, also sozusagen alleine schon der Kontakt sozusagen, anrüchig ist. Und interessanterweise, dann komme ich auch zum Schluss, gilt das lustigerweise auch für Europa. Also wenn man pro also gibt es ja immer wieder, oh, du nennst dich Paneuropäer oder du nennst dich so und so, bist du ein Volksverräter. Das finden wir selbst im Vorfeld. Das Einzige, was irgendwie nicht verdächtig zu sein scheint, ist die Westbindung. Richtig. Und das liegt daran, was Volker angeschnitten hat. Letztendlich ist es doch so, in die DNA des heutigen Deutschlands ist die Westbindung als integraler Bestandteil eingeschrieben. Wer heute sagt Volksverrat, also aus Sicht des Establishments, meint eigentlich Westverrat. Also Verrat an der Westbindung. Und es ist auch tatsächlich so, und das hat auch die Vergangenheit bewiesen, und zwar schon lange vor Haldenwang und Nancy Faeser, dass der Verstoß gegen die Prinzipien der Westbindung und der Einordnung der BRD in das westliche oder in den kollektiven Westen, also in das westliche Wertefundament, in das westliche Militär- und Politikbündnis etc., dass der Widerstand dagegen oder allein die Kritik daran bereits extremismustheoretisch unter Generalverdacht gestellt wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielen in unserem Spektrum nicht bewusst ist. Der Westverrat wird bereits mit dem Extremismusvorwurf gekontert. Beim KPD-Verbot in den 50ern ging es ja nicht nur darum, dass noch ein paar KPDler, ich will immer DKPler sagen, aber KPDler, dass ein paar KPDler irgendwie die Ordnung des Privateigentums und Produktionsmittel ändern wollten. Es lag eben auch ganz stark daran, dass sie die Eingliederung des von Thor von Wallstein so schön genannten Trizonesiens, also der westlichen Besatzungszone, französisch, englisch und amerikanisch, was dann eben die alte BRD wurde, die 1949, dass diese Eingliederung Trizonesiens in die Westverträge, dass eben zum Beispiel die KPD dagegen war, hat ausgereicht. Ne? Wir kennen alle Ernst von Salomon zum Beispiel als großen Schriftsteller oder ich würde sogar persönlich fast sagen, als mit den größten Schriftsteller der konservativen Revolution. Aber was selten gesehen wird, auch von seinen Anhängern heutzutage, ist, dass er nach 45 ja nicht mehr als Freikorps-Schriftsteller aktiv war, sondern zeitbedingt ganz stark als Anti-West-Bindungsaktivist und Autor. Nicht nur in dieser kleinen Schrift, die Kette der tausend Kraniche, sondern auch ansonsten hat Ernst von Salomon in der Deutschen Friedensunion, der DFU, zum Beispiel Vorträge gehalten, hat Wahlkampf gemacht für diese kleine Partei, die nie mehr als 1-2% geholt hat. Aber worum ging es ihm damals? Es ging ihm damals um den Kampf gegen die sich verfestigende Westbindung, weil er wusste, also von Salomon, wusste, dass es keinen Ausweg aus dieser Westbindung gibt. Anders gesagt, während das kommunistische Konstrukt, nämlich die sowjetische Besatzung in der sogenannten sowjetischen Besatzungszone dann ab 1949 DDR, während dieses kommunistische Konstrukt eine Art Fremdkörper ist, bei denen auch die meisten Deutschen wussten, es ist ein oktroyierter Fremdkörper, wusste Salomon von vornherein, dass die Westbindung eben nicht mit Bajonetten nur agiert, das hat sie auch, Stichwort Rheinwiesen und Stichwort Reichenhall und andere wilde Erschießungen, aber es war eben nicht in der Form so offensichtlich wie die sowjetische Diktatur und die sowjetische Besatzung. Und dadurch wusste Salomon und hat es auch publik gemacht, vor allem auch für die Deutsche Volkszeitung, ein eher linkes Blatt, wo er eben dargelegt hat, naja, was hier passiert, ist eben eine schleichende Einordnung Deutschlands in das westliche Wertekorsett und da gibt es keinen Austritt mehr daraus. Und jetzt kommen wir wieder zu Volker. Was wollte Salomon stattdessen? Wollte er eine Ostbindung? Nein. Aber ihm war bewusst, dass ein pro-deutscher und damit auch ein pro-europäischer Standpunkt, Stichwort dritte Macht, Stichwort ein dritter Weg jenseits von der Bipolarität Kalter Krieg auf der einen Seite Sowjets, auf der anderen Seite Amis und Engländer etc. Salomon wollte einen pro-deutschen Standpunkt, aber er wusste eben schon in den 50er, 60ern bis zu seinem Tod Anfang der 70er, diesen pro-deutschen und pro-europäischen Standpunkt kann es nur geben,
wenn es Abstand gibt zum Westbindungsprojekt. Und jetzt letzter Satz dazu, weil ich neige ja bekanntermaßen nicht dazu, zu lang zu monologisieren. Das ist heute meiner Meinung nach die Wiederkehr des Alten. Auch heute haben wir die Situation, dass letztendlich eine pro-deutsche und pro-europäische Positionierung, die immer wieder auch gefordert wird von jungen Rechten, die dann aber gleichzeitig sagen, ja, aber das muss Äquidistanz zu Washington und Moskau sein. Und sie haben in der Theorie recht, verkennen aber in der Praxis den kleinen, aber doch sehr feinen und entscheidenden Unterschied, dass das eine oder das andere nicht zu haben, das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Nicht Moskau hindert uns daran, einen pro-deutschen und pro-europäischen Standpunkt zu entwickeln, sondern die westliche Hegemonie über uns. Das heißt, wir haben keine russischen Sprengköpfe stationiert in Deutschland, sondern die stehen in Ramstein und sind amerikanisch. Wir haben keine russische Kulturindustrie, die unsere Köpfe, die unseren Alltagsverstand, die unser alltägliches Bewusstsein und unsere Auffassung von der Politik, von der Gesellschaft, von der Welt prägt. Das ist nicht russisch, das ist amerikanisch. Und so weiter und so fort. Man könnte es an hunderten Beispielen durchexerzieren. Und deswegen ist völlig klar aus meiner Sicht, wenn wir einen pro-deutschen und einen pro-europäischen Standpunkt entwickeln wollen, muss vorher die Emanzipation der Unterordnung unter einen atlantischen oder transatlantischen Standpunkt Erfolg. Ohne diese Emanzipation können wir gar keine Äquidistanz aufbauen, weil wir von vornherein ein ganz kleiner Baustein im westlichen Gefüge sind. Wir sind nicht im östlichen Gefüge. 1993 sind die letzten russischen Soldaten aus den Ostbundesländern abgezogen. Die Amerikaner sind noch da und ich meine das gar nicht nur militärstrategisch, dass sie da sind. Das ist auch wichtig, aber nicht nur. Sondern vor allem, was du angesprochen hast, Philipp, eingangs mit der Re-Education und dann Self-Re-Education, wie sie Kaspar von Schrignotzin genannt hat. Also wir wurden erst im Westen amerikanisch umerzogen. Aber das hat dann aufgehört in den 50ern und dann kam das viel Entscheidendere. Es wurde dem Westdeutschen zur zweiten Haut. Er hinterfragt die Westbindungsnarrative gar nicht mehr. Er hinterfragt den westlichen Individualismus nicht, den westlichen Hedonismus, die westliche Multikulturalisierung. Er hinterfragt das gar nicht, er hält das für die Norm. Warum? Er ist ein Westler geworden. Man muss das ja auch vielleicht, Entschuldigung. Bitte, bitte. Vielleicht muss das auch ja hinterfragen, in welcher Situation wir gerade sind. Du hast es ja angesprochen, es sind ja nicht russische oder chinesische Kulturprodukte, die uns, ja, weiß nicht, Massenmigration schmackhaft machen sollen, die uns, die dazu führen, dass jetzt, weiß nicht, so wie es beim Sturm aufs Kapitol gewesen ist, sozusagen die Furcht vor rechten Übergriffen uns eingeimpft werden sollen, sondern das kommt ja schon aus dem Westen. Und viele Leute, die auch Rechte und gerade Rechte, die argumentieren ja gern damit, der Freund meines Feindes ist nicht automatisch mein Freund, gerade in Bezug auf Russland, wo man dann sagt, gut, ich habe jetzt keine Sympathien für die Russen und insgesamt hoffe ich, dass die in der Ukraine verlieren, weil ich die nicht mag. So, aber das verkennt ja die Situation, dass es hier eine Auseinandersetzung ist zwischen den Russen und dem Westblock. Und da wir aus diesem Westblock mit dem nichts zu tun haben wollen, ist alles, was diesem Westblock schadet, auch eine militärische Niederlage zum Beispiel, gut. So einfach. Ja, wobei ich da ketzerisch einwerfen würde, die Frage ist ja, also Benedikt hat ja also rein objektiv gesehen vollkommen recht. Also ich glaube, das ist unbestreitbar. Du kannst die Fakten ja nebeneinander legen. Es gibt keine russische Besatzung mehr in Deutschland. Es gibt aber de facto zumindest eine verdeckte amerikanische Besatzung. Wenn ich jetzt 10 Jugendliche fragen würde, nenn mir deine Lieblingsserien, nenn mir deine Lieblingsfilme, unabhängig davon, wie man das wertet, dann wird da keine deutsche Serie dabei sein. Benedikt, die wenigsten werden jetzt GZSZ sagen. Schaue ich auch nicht mehr, ne? Ich bin enttäuscht. Echt? Naja. Ach so, na gut. Entfremdung. Aber Entfremdung. Entfremdungsprozesse, ja. Aber die werden sagen, Two and a Half Men, die werden sagen, Big Bang Theory, was auch immer die sagen werden. Wir haben heute über Fallout gesprochen. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist ganz klar, die Karten liegen ja klar auf dem Tisch. Nur die Frage ist, warum liegen diese Karten so? Also da möchte ich schon mal so ein bisschen Salz noch in die Suppe streuen, um das nochmal bei euch abzuklopfen auch. Weil viele werden jetzt Folgendes sagen. Die werden sagen, ja, na klar, der Russe, jetzt mal so allgemein gesagt, der Osten, der ist deswegen in Deutschland nicht so stark, weil er nicht kann. Und ein bisschen was ist schon dran in der Hinsicht, dass man sagen muss, die Abneigung der kleinen Völker, ne, also der baltischen Staaten und so weiter, die jetzt leider Gottes natürlich in der Amerika-Falle eigentlich noch fast tiefer drin hängen als wir, zumindest militärisch, die hat ja schon gewisse Gründe. Das ist Fakt. Also das, ne, da braucht man, kann man der größte Russland-Freund der Welt sein.
Fakt ist sozusagen, dass auch der russische Imperialismus bestand. Ob er noch besteht, das ist eben die Frage, die wir jetzt besprechen müssen, die ich wirklich unglaublich interessant finde. Ganz ehrlich gefragt, glaubt ihr, unabhängig von Putin, weil auch Putin ist natürlich eine prägendere Gestalt als irgendein US-Präsident, allein schon aufgrund seiner Ägide, aber wenn der Russe könnte, jetzt mal so verallgemeinert, würde er anders agieren? Weil man ja, also, weil, klar, natürlich hat Volker recht, alles, was dem Westen schadet, ist für uns prinzipiell erstmal gut. Fakt, ist so. Nur, jetzt würden wieder einige eben kommen und sagen, möchtest du den anderen Hegemon durch den anderen tauschen? Genau, und da müssen wir einhaken. Bitte. Und das ist meiner Meinung nach eben ein Strohmann. Weil erstens, ein pro-deutscher und pro-europäischer Standpunkt impliziert ja bereits, dass man weder von Washington noch von Moskau noch von Peking abhängig sein möchte. Sonst wäre es kein pro-deutsch, pro-europäischer Standpunkt. Erstens. Zweitens, wer hindert uns, und das hat der Volker auch schon ausgeführt, wer hindert uns daran, diesen pro-deutschen und pro-europäischen Standpunkt nicht zu haben? Das ist nicht... Das ist nicht Russland, weil Russland weder die ökonomische, noch die strategische, noch die militärische, noch die politische Potenz hat. Und, jetzt das Entscheidende, auch keine Smart Power hat, was Joseph Nye als Smart Power bezeichnet hat. Also diese, Attraktivität. die haben nicht diese Attraktivität, dass man selber sich dort anfügen will und anschmiegen will. Ja. Und das haben wir aber gar nicht zu bewerten. Auch den russischen Lebensstil haben wir nicht zu bewerten. Wie im Übrigen auch den amerikanischen Lebensstil und die amerikanische Art, Politik zu gestalten, ja nicht bewerten würde, wenn sie eine isolationistischere Politik verfolgen würden und eben nicht kulturell und politisch und wirtschaftlich eben auf uns einwirken würden. Und der dritte Punkt ist der, man muss ja immer nicht die Frage stellen, was wäre, wenn die Russen mehr Power hätten, sondern wie ist die konkrete Lage, in der wir zu denken und zu handeln haben. Und in der konkreten Lage ist für mich das Entscheidende, wie kommen wir zu einem europäischen Großraum, der in der Lage ist, Äquidistanz wirklich dann herzustellen, zu Moskau, zu Washington, zu Peking, zu anderen Großräumen, der auch im besten Fall in der Lage ist, unsere kleineren europäischen Randvölker zu schützen. Ne? Also die natürlich eine historische Angst haben, eine historische Sorge haben vor einem großen russischen Comeback sozusagen. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dieses Comeback steht nicht auf dem Tagesprogramm. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass die inneren Zentrifugalkräfte mit Putin, aber vor allem auch in der Post-Putin-Zeit, dass Russland in den kommenden Jahrzehnten stark mit sich selbst beschäftigt sein wird, aufgrund innerer Fraktionen und Friktionen. Und dass dann viel stärker die neue Bipolarität herrschen wird, kollektiver Westen gegen den chinesischen Großraum. Wobei, also ja, du hast, also, weißt du, da kann man eigentlich nicht viel gegen sagen. Nur die Frage ist ja trotzdem, dass ja viele in der Rechten trotzdem sagen, Bündnis mit Russland, zusammengehen mit Russland. Ja. Das heißt, grundsätzlich zu sagen, wir sind gegen den Westen, weil er uns jetzt mal wirklich hart gesagt jahrelang vergewaltigt hat als Volk. Und der Russe hindert uns als Volk, als Nation, als Großraum, als Macht nicht daran zu werden, wer wir sind. Ja. Auch weil er es nicht kann. Weißt, ja. Das ist richtig. Nur die Frage ist ja trotzdem, viele wollen ja aber weitergehen. Das ist ja schon entscheidend. Wir wollten ja heute auch beispielsweise Nikisch ansprechen. Ja. Wir können über Dugin sprechen. Ja. Beispielsweise. Also, das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich diese realpolitische Ebene, die du genannt hast. Der Russe kann gar nicht anders. Ja. Worauf ich ja aber hinaus wollte und wo du sagst, das ist ein Strohmann, ist ja die Frage danach, könnte sich das ändern? Also, und noch weitergehend, kommen wir vom Westen nur los, indem wir mit Russland zusammengehen? Darf ich? Gerne. Ich würde noch kurz was dazu sagen. Also ich glaube, wir müssen hier erstmal unterscheiden zwischen einer strategischen Partnerschaft oder zumindest strategischen Neutralität zu Russland und einem eurasischen ideologischen Gedanken. Mhm. Der eurasische ideologische Gedanke wird meiner Meinung nach meinem subjektiven Dafürhalten, nur in Ausläufern der sogenannten Neuen Rechten vertreten. Sprich Alexander Markowitsch, sprich sein kleines Suwarow-Institut, sprich einzelne Dugin-Anhänger. Vielleicht so ein bisschen diese ganze freie Sachsen-Demokultur. Genau, ich halte das so aber, ich, genau, richtig. Ich halte das aber nicht, ich halte das wirklich nicht für ein überbordendes oder determinierendes Prinzip, das sich jetzt irgendwie konsensual durchsetzt und auf einmal der neue Shit ist, den man jetzt irgendwie da promotet. Ich glaube vielmehr, dass es jenseits dieses eurasischen Mini-Grüppchens eine eher strategische Neutralität zu Russland sich durchsetzen wird oder durchsetzen müsste, wo man ganz klar sagt, wir erstreben A, nicht den russischen Weg zu uns zu importieren, wir erstreben B, nicht den russischen Hegemon zu implementieren statt des amerikanischen oder des westlichen Hegemons.
Und C, wir wissen aber, dass Russland weder die, was ich schon gerade kurz skizziert habe, dass Russland gar nicht die Potenz und auch nicht das Interesse und auch nicht die Kraft, die Dynamik hat, uns sozusagen als mögliche Besatzungsmacht, die kurz vor Berlin steht, zu bedrohen. Hinzufügen muss man auch die historische Erkenntnis, gerade aus der DDR-Geschichte hat man ja gesehen, dass die russische Besatzung wie eine Art Schleier war, als der weggerissen worden ist, sind gewisse Mentalitätsmuster geblieben, aber es ist nicht so eine charakterliche Umprägung des Volkscharakters gewesen, ja, ja. Wie in Westdeutschland. Da würde ich auch gern, kurzer Werbeblock, Konvergenz der Krisen habe ich dazu auch geschrieben, über die Frage, warum die Ostdeutschen eben Mentalitätsmuster anders ausgestattet haben als Westdeutsche. Und das hängt natürlich auch ganz stark zusammen mit der erfolgreichen, professionellen und tiefgründigen intellektuellen Charakterwäsche durch die Amerikaner und der eher doch holzschnittartigen, doktrinären, oberflächlichen Umerziehung der Sowjets, die eben nicht haften blieb in der Volkspsyche, sage ich jetzt mal. Das ist interessant, Volker. Du hattest ja, nachdem dieser Angriff Russlands auf die Ukraine passiert ist, für unseren Blog einen sehr interessanten literarischen Beitrag geschrieben. Mhm. Wen das interessiert, der findet das auf podcast.jungeuropa.de, wo vielleicht auch viele von euch gerade diese Sendung anhören. Und das ist so eine Sache, die ich euch beiden jetzt sozusagen als Ketzer der Neuzeit entgegenschleudern möchte, sozusagen, um das Gespräch auch weiter anzuregen, weiter zu sozusagen in Wallung zu halten. Der ein oder andere würde jetzt sagen, schön und gut, Westbindung ist Mist, ja, ich stimme bei allem zu, aber am Ende ist es doch so, dass ihr Europäer, gerade ihr hier, wir drei, die sich sozusagen immer unter dem Label Jung Europa auch versammeln und dafür sprechen, trotzdem irgendwo akzeptiert haben, dass die Russen ein europäisches Land angegriffen haben. Das ist ein Vorwurf, ihr würdet euch wundern, das höre ich wirklich oft, auch in E-Mails und so, dass man sagt, na, ihr seid doch jung Europäer, die Ukraine gehört doch eindeutig zu Europa und Russland irgendwie auch, aber irgendwie auch nicht. Und du hast ja darauf, Volker, du hast ja darauf auf eine literarische Art geantwortet, deswegen erstmal die Frage sozusagen an dich. Hätte man da anders reagieren müssen? Also wir können ja diesen Konflikt nicht außen vor lassen, wenn wir über Ost und West sprechen. Das Schöne ist ja, dass dieses Märchen, dass Russland ein europäisches Land angegriffen hat, spätestens in den letzten Wochen aus der Welt geschafft worden ist, wo nämlich bekannt geworden ist, dass es in den direkten folgenden Wochen ja Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gab und zu welchen Bedingungen die geführt wurden. Und dort sich ja sehr, sehr klar ablesen konnte, dass es den Russen ja nicht darum ging, Europa anzugreifen, sondern zu verhindern, dass die Amerikaner übermäßig dort Truppen stationieren, dass dort Kriegsmaterial in die Ukraine gebracht wird und dass die Ukraine, wie das eben bei anderen Ländern, sag ich mal, an der Ostgrenze der NATO passiert ist, dass dort einfach Länder dann in die NATO einintegriert worden werden. Mhm. Und daran kann man Präventivschlag. Ja, im weitesten Sinne schon. Ist natürlich schwieriger Begriff, historisch gesehen, aber ich glaube halt auch nicht, da muss man schon ein bisschen realistisch sein, auch wenn ich das ja eigentlich nicht so mag, das nicht so emotional zu sehen. Also, dass jetzt hier Europa angegriffen wird, der Putin wird es sich schon genau überlegt haben, wie er das macht. Und es ist, glaube ich, eher eine operative Sache, wo er gesagt hat, gut, wie viel Zeit haben wir jetzt noch, bevor die so und so viel Zeug, also Truppen, wie viel militärisches Gut, Streitkräfte, Waffen, die in die Ukraine reinschaffen, bevor es sich für uns überhaupt nicht mehr lohnt, da vorzuschlagen. Aber hättet ihr beide das genauso gesehen, wenn Russland fiktiv gesehen Estland angegriffen hätte? Es ist eine vollkommen hypothetische Frage, ich würde, klar, aber. Ich würde zwei Dinge dazu sagen. Erstens, ja. In Estland gab es zumindest in dem Bereich, gerade so im Grenzgebiet, wo sehr viele Russen leben, nicht diese Schikanen und Repressionen gegen die russische Minderheit. Ja, Fakt. Wie sie in der Ukraine herrschen. Es geht ja aber nicht um die Gründe. Prinzipiell. Ihr merkt vielleicht, worauf ich hinaus will. Ja, ja, brauchen wir einen europäischen Abwehrreflex
auch gegen beispielsweise sogenannten russischen Imperialismus. Man sieht ja, machen wir bei der Ukraine eine Ausnahme? Man sieht ja sehr gut, oder, dass es nicht funktioniert. Also ja. Es gab ja durchaus Leute, die dann in den ersten Wochen gesagt haben, boah geil, das ist jetzt vielleicht das Momentum, das uns immer gefehlt hatte. Da will ich drauf hinaus. Das ist mein Punkt. Genau. Um Deutschland, um Europa zusammen zu schweißen. Auch viele Leute, die jetzt im Bundestag sich gefreut haben, im Verteidigungsausschuss. Geil, wir kriegen eigentlich das Geld für unsere Armee. Das ist ja komplett verrückt, dass da daraus irgendwie was Positives erwachsen soll. Und wir sehen eben auch, und Benedikt, ich weiß schon, du stehst in den Startlöchern. Nee, alles gut. Es ist einfach de facto nicht so, dass ich davon, abgesehen von irgendwelchen komplett geisteskranken Eurofightern in der FDP und in irgendwelchen, weiß ich nicht, wo diese Leute, Internetforen und sowas, sich irgendwer hätte dafür begeistern lassen. Man hat doch gesehen, was die normalen Leute sogar im Westen von einer Strack-Zimmermann halten. Also ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen der große emotionale... Aber die sind mir auch egal, da will ich ja zu euch beiden kommen. Wir haben doch Freunde. Ja, ich werde nie aufgerufen. Du bist jetzt dran. Wir haben doch Freunde und das ist doch kein Geheimnis. Wir haben doch Leute, die dort waren. So, und darauf und warum? Haben gesagt, ihr jungen Europäer, ihr seid Scharlatane. Ja. Da kämpfen das stimmt. Engländer, Franzosen, es kämpften auch Franzosen immer noch, Stichwort Güte und so weiter, das ist Fakt, also französische Rechte teilweise, radikale Rechte auch pro-ukrainisch, es kämpfen einzelne Italiener, Fakt, es kämpfen einzelne Deutsche, alles Rechte, ja. Fehlgeleitet oder nicht, vollkommen egal, definitiv Rechte, teilweise gute Leute, teilweise keine guten Leute, auch egal, die kämpfen dort für eine europäische Idee, egal ob die jetzt fiktiv ist, ob die nicht fiktiv ist. Da, wisst ihr, also darauf will ich mal hinaus. Also ist das sozusagen, bitte, Benedikt, komm, du weißt, was ich will. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe tatsächlich erstmal für die großen Linien nichts hinzuzufügen, was wir bei Jung Europa auf dem Blog geschrieben hatten, als es darum ging zu sagen, wir positionieren uns. Wir haben diese Erklärung zum Ukraine-Krieg veröffentlicht und da haben wir ja doch ganz stark darauf abgezielt, vor 2,5 Jahren oder wann das war. Es gibt objektive und subjektive Dinge, die man hier ansprechen kann. Und bei den Rechten, die du jetzt meinst, die diese bedingungslos, zum Teil schon fanatisch pro-ukrainische Position vertreten haben, von wegen aus dem nationalen ukrainischen Kampf erwächst eine europäische Idee 2.0, denen haben wir doch von vornherein mahnend sozusagen ans Revers geheftet, den Umstand, dass ein nationaler ukrainischer Weg im Rahmen der atlantischen Einbettung dafür sorgen wird, dass sie sich verheizen lassen, nicht für eine ukrainische Ukraine, sondern für eine verwestlichte Ukraine. Das ist keine Legitimation, muss ich auch betonen. Und da haben ja die Leute recht, die so diese Hardcore-Russen-Sims kritisieren. Das ist keine Legitimation für den russischen Angriffskrieg. Ne? Dieser Krieg ist trotzdem völkerrechtswidrig und alles. Aber für uns als rechte Mikroszene sozusagen, ja, ist ja was anderes relevanter. Nämlich die Frage, war es absehbar 2022, dass sich gute, idealistische junge Ukrainer und junge Europäer verheizen lassen für eine Idee, die sie zwar in diese Ukraine von Zelensky rein projiziert haben, die aber sich auch nach 2,5 Jahren eben nicht eingestellt hat. Was wir sehen ist doch, dass der Verwestlichungsprozess der Ukraine begonnen hat. Und was wir jetzt mal weg von der Ukraine übergeordnet sehen, ist doch, und das ist gerade auch für uns als Deutsche relevant, es gibt keine Subordination in das westliche Wertegefüge, also keine Einordnung in das westliche Wertegefüge, ohne die Axiome dieses Westens zu übernehmen und zu akzeptieren und, Moment, und sich auch zu verändern. Das Beispiel Ungarn ist das einzige Beispiel, wo so eine Art nationaler, souveräner Weg momentan noch möglich ist. Aber auf Dauer geht das auch alleine nicht, ohne Partner. Polen hingegen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, und das ist durchaus ähnlich wie der ukrainische Fall, nicht nur aufgrund der geografischen und historischen Nähe beider Völker zueinander, sondern in Polen sehen wir doch, dass eine durchaus sozialrechte Regierung, wie die PiS-Regierung, die national bis nationalistisch war, die aber aus ihrem antirussischen Affekt heraus die ganz, ganz starke atlantische Bindung gesucht haben, so wie im Übrigen auch Teile der ukrainischen Rechten die Westbindung suchen, dass der Preis für die Westbindung à la longue, auf lange Sicht, die Multikulturalisierung des Landes ist, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Liberalisierung des Landes und der Ausverkauf der gesellschaftlichen und Volkseigentümer sozusagen Richtung Westkonzerne. Was und Richtung, ja schon vor dem Krieg stattgefunden hat. Was schon vor dem Krieg begonnen hat, aber jetzt beschleunigt wird. Die Frage ist ja nur, die Leute sind ja nicht blöd. Die haben dann gesagt, ja, das stimmt, aber
es gibt dann halt immer noch die Chance, durch beispielsweise eine starke Militärregierung, durch eine starke Einheit, Stichwort Azov und Co., das Heft dann halt so ein bisschen auch in die Hand zu nehmen. Also praktisch zu sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal mit den Waffen, du hast das, glaube ich, mal zu mir gesagt, Volker, es gibt keinen kämpfenswerten Krieg mit Stinger-Raketen oder mit amerikanischen Waffen sozusagen. Also man erkennt daran sozusagen schon die Falschheit des Vorgehens. Da werden Leute sagen, ja, hör zu, es gibt keine anderen Waffen, das ist das, was wir jetzt haben. Und wenn wir erstmal gesiegt haben oder wenn wir sozusagen vorgedrungen sind und uns verfestigt haben, dann fegen wir halt das, was der Westen ins Land gebracht hat, einfach wieder weg. Das ist sozusagen unsere Chance. Wir können gar nicht anders. Ist halt eine schwierige Frage. Ich möchte das Ganze natürlich auch um Gottes Willen nicht auf diesen Konflikt verengen, aber er ist natürlich so ein bisschen, Stichwort Rückkehr des Kalten Kriegs, natürlich so ein bisschen das Symbolbild des Ganzen, ne? Stichwort Stellvertreterkriege und Co. Ja, man muss aber halt auch sehen, die Diskussion ist ja keinesfalls neu. Nein. Die gab es ja schon 2014, also im Euromaidan und so. Die realpolitischen Zugeständnisse, die, sag ich mal, Rechte in der Ukraine rauspressen konnten, die waren doch eher kosmetisch, würde ich mal sagen. Ja, bisher auf jeden Fall. Interessant ist aber, Benedikt, du hattest Ernst von Salomon genannt. Ich hatte das zu Volker neulich gesagt. Ich hatte ja das Buch Söldner ohne Sold von Dominik Venner kürzlich fertig lekturiert, beziehungsweise die Satzfahnen. Das Buch geht nächste Woche übrigens in Druck, in zwei sehr, sehr, also wirklich extrem geilen Varianten. Eine Art Luxusvariante, eine Art günstigere Variante, die aber auch richtig gut ist. Und als ich Söldner ohne Sold nochmal gelesen und nochmal lekturiert habe, da ist es, das hatte ich auch zu dir, Volker, schon gesagt, mir so ein bisschen über mich gekommen, in der Hinsicht, dass die Situation schon so ein bisschen parallel ist. Also zu sagen, im Grunde genommen haben die Freikorps im Rahmen eines Staates gehandelt, der sie abgelehnt hat, der sie gehasst hat, der gesagt hat, der sie immer wieder einkassiert, immer wieder gestutzt, immer wieder aufgelöst, immer wieder hat fallen lassen, immer wieder ihren Sold gestrichen hat. Und die Freikorps haben gekämpft in der Hoffnung, dass sie irgendwann zum Zuge kommen, sozusagen. Wir bekämpfen jetzt die Kommunisten, die sind die größte Gefahr. Wir bekämpfen jetzt die Russen, die sind die größte Gefahr, die sind in unser Land eingefallen, was ja stimmt, erstmal faktisch. Und am Ende räumen wir auf. Wie das Ganze ausgegangen ist, das wissen wir alle. Die Freikorps, ja, wobei ja, die Freikorps sogar eher pro-russisch waren, die waren ja vor allem anti-polnisch. Ja, ich meine nur, also sie haben, ja, worauf ich hinaus will, sie haben sozusagen im Dienste einer mehr oder minder fremden Macht gekämpft. Ja. Und das ist vielleicht das, wenn man am ehesten sowas wie das Azov-Bataillon und andere Freiwillige auch vielleicht ein Stück weit, nur ein Stück weit, historische Vergleiche sind immer, immer schwierig, mit diesen Freikorps parallel setzen will, dass da diese Hoffnung vorherrscht, wenn wir erst uns bewiesen haben, verfestigt haben, wenn wir erst Einheiten gebildet haben, dann räumen wir einfach diese schwache Republik, die räumen wir einfach ab. Nur, ich fürchte, das ist ein schwieriges Thema. Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de. Ja, man muss auch trotzdem die historischen Unterschiede schon auch gewichten. Ja, also die Analogien, die du siehst, sind interessant, aber man muss natürlich auch trotzdem sagen, die Freikorps haben System hin, System her, dennoch ganz konkret beispielsweise auch in Oberschlesien einen Volkstumskampf geführt. Ja. Und der Volkstumskampf ist schon auch lösbar von der Systemfrage. Mhm. Also ich kann auch die deutsche Volksgruppe in Ostoberschlesien schützen, ob das jetzt eine Demokratie ist, eine Monarchie oder eine nationale Diktatur, was auch immer. Bei der Ukraine könnte man auch so argumentieren, dass man sagt, die Ukrainer haben dort, also die rechten Ukrainer verteidigen dort beispielsweise die ukrainische Erde gegenüber den russischen Eindringlingen. Aber Volker ist ja ein Auskenner auch dieser Gegend. Es ist eben im Donbass eben nicht so, dass da nur Lemberger Ukrainer sitzen, die 1000-prozentige oder die sehr bewusst pro-ukrainisch sind, sondern die Konflikte. Wobei ist der Oberschlesien nicht ein schwieriges Beispiel? Ja, es ist insofern, ja, Lotto, du hast schon recht. Aber, also du hast auf jeden Fall recht, aber der Unterschied ist trotzdem damals gewesen, in den 20ern, gerade Kampf um Annaberg und diese ganzen Fragen,
Natürlich gab es da diese Schlesier, die beide Identitäten hatten oder gemischte Identitäten hatten. Es gab deutschsprachige Schlesier, die für Polen votiert haben. Es gab Polen, die ethnokulturell Polen waren, kaum Deutsch sprachen, aber für Deutsch adoptiert haben. Und das könnte es schon auch im Donbass geben. Mhm. Also Leute, die daheim privat Ukrainisch sprechen, aber eigentlich eher für eine Ostanbindung an Russland sind. Gibt's auch, aber, definitiv, ja. Ja, aber ist es nicht für uns, jetzt mal übergeordnet, ja, viel wichtiger zu sagen, dass solche Räume eben nicht dann enden, ob das jetzt meinetwegen Oberschlesien 1922 ist oder im Donbass 2022, ob diese Räume eben nicht in dieser Entweder-Oder-Frage enden. Mhm. Also totale Ukraine oder totales Russland oder total Deutsch, total Polnisch, sondern ob gerade nicht die Geschichte zeigt, aus der Geschichte lernen ist immer sehr blöd, das kann ich nicht leiden, weil das sagen immer die Mainstream-Politiker. Aber können wir als Rechte nicht die Lehren für uns trotzdem ziehen, dass man eben sagt, es bringt hier nichts, sich bedingungslos einzuordnen in die eine Reihe, sondern eben sagt, dass solche europäischen Schicksalsräume zwischen Nationen, zwischen Völkern, dass man die eben anders angeht, dass man eben sagt, diese Probleme des 20. Jahrhunderts lösen wir eben nicht mehr stumpf mit totaler Sieg für die einen oder totaler Sieg für die anderen, sondern es sind Begegnungsräume. Und ich stelle mir das zum Beispiel aus einem europäischen, was zugegebenermaßen ein sehr rationaler Standpunkt ist, was schwierig ist für jemanden, der Verwandte hat, die da gefallen sind, als Freiwillige zum Beispiel an der Front. Aber wir müssen ja irgendwie weiterdenken. Und es ist ja nicht, der Donbass ist ja jetzt nicht das zentrale Element unserer gesamten politischen Weltanschauung. Aber würdest du nicht sagen, das geht ohnehin nur durch eine Ordnungsmacht? Ja, aber wie kommen wir denn zu dem Zustand, dass Deutschland und Europa als Faktor wieder eine Ordnungsmacht Richtig. Sein kann? Das, und ich will den Punkt Beispiel, auch gerne zumachen mit der Ukraine. Ich will noch einen letzten Satz dazu sagen. Hätten wir, und jetzt mal konjunktiv, hätten wir ein rechtes Europa, ne, wie auch immer das dann konkret ausstaffiert ist, aber hätten wir erstmal so eine Art europäischen Spieler, der global mit einer Stimme spricht auch, gegen den Westblock, USA, Kanada, gegen China, aber eben auch gegen Russland. Wäre es da nicht viel einfacher gewesen, mit Russland auf Augenhöhe zu verhandeln, mit Russland vielleicht auch einen, na, Separatfrieden, eine Art Verständigungsfrieden. Ein Pakt meinst du? Ein Pakt noch nicht, aber es muss ja nicht mal Freundschaft sein. Es gibt ja Staaten, sagt man ja so schön, haben Interessen und nicht nur Freunde, ne, oder keine Freunde. Und ich glaube, ein starkes, rechtes Europa hätte doch die Donbass-Frage mit Russland effektiver lösen können, als diese Werte in Union, hätte ich jetzt fast gesagt, also diese Werte EU, die einerseits den Ukrainern permanent zu verstehen gegeben habt, ihr müsst kämpfen, wir holen euch da raus. Obwohl doch eigentlich schon 2022 klar war, das endet nicht mit einem Westsieg, also mit einem Ukraine-Sieg. Und da hätte doch ein rechtes Europa viel nüchterner, rationaler und entschlossener sagen können, wir verhandeln mit Russland auf Augenhöhe. Es gibt auch für uns natürlich eine rote Linie. Niemand will Putin am Brandenburger Tor stehen haben oder in Warschau am Sächsischen Palais oder irgendwas. Wobei das ja auch wirklich Strohmänner sind. Das sind Strohmänner, aber die kommen immer wieder. Du weißt, du hast angesprochen, diese Beispiele, wenn unsere Freunde, die pro-ukrainisch sind, da kommt ja immer so wieder was. Ja, die Ukraine, die sind die Ersten und danach marschieren die halt bis Polen oder Deutschland. Aber wer sowas glaubt, der ist wirklich ein Idiot. Also wirklich mal ehrlich gesagt, also ist sowas von unfassbar absurd. Talking Point gibt's schon, ne? Ja, aber dann hat man sich disqualifiziert als Gesprächspartner. Also die Russen haben es ja nicht mal geschafft, die Ukraine einzunehmen. Also das ist absurd. Und vor allem leben hier halt auch nicht, das meine ich doch mit diesen Hybridräumen, also mit diesen Räumen auch, und da war eigentlich, im Nachhinein gebe ich dir sogar recht, dieses Oberschlesien-Beispiel von dir, beziehungsweise von mir war es schlecht gewählt, von dir war es richtig, muss ich einräumen. Diese Hybridräume, wo es eben diese Mischidentitäten gibt, die kannst du nicht immer einfach auflösen. Und das heißt natürlich auch, ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht bin ich da auch zu naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die russischen Einflusskräfte im Kreml ein Interesse daran haben, Ostdeutschland neu zu besetzen. Du kannst es nur durch völlige Vertreibung lösen, was vermutlich die wenigsten wollen. Aber das ist natürlich eine Sache, die passiert ist. Man muss ehrlicherweise sagen, in Oberschlesien und Co., da wurden die Deutschen einfach radikal vertrieben. Und in 100 Jahren wird das, so traurig das klingt, unter Umständen niemanden mehr interessieren. Das heißt, das sind natürlich schon Lösungen, nur das sind halt ganz radikale Lösungen. Und selbst die Lösungen, also Oberschlesien sind nur noch ein paar hunderttausend Deutsche. Ja, geblieben. Das weiß ich, klar. Aber selbst diese Lösungen sind ja nicht nachhaltig. Also erstens sind sie zum Großteil verbrecherisch und zum anderen nicht nachhaltig. Schauen wir uns mal Kosovo an, ein Thema, was in europäischen Rechten ja durchaus auch kursiert. Übrigens auch hier wieder kleiner Einschub. Da gab es ja auch innerhalb der AfD Konflikte. Darf man den Kosovo anerkennen oder im Gegenteil, muss man weiterhin darauf bestehen, dass es völkerrechtsgemäß zu Serbien gehört. Und da gab es dann auch in der AfD einflussreiche Verteidigungspolitiker, die gesagt haben, nein, wir dürfen nicht pro-serbische Standpunkte einnehmen, weil wir damit unsere westlichen Partner verärgern würden. Weil Kosovo, mal ein paar Namen.
Nein, mache ich jetzt nicht, weil ich den ansonsten zerschätze. Da bin ich jetzt mal sehr subjektiv frech. Aber, und es war auch nicht nur einer, es waren viele. Und das ist natürlich dieses Problem, dass diese Westbindung im Kopf bei uns schon besteht. Und ich glaube, dass diese Westbindung im Kopf, und das ist eigentlich der Punkt, über den ich eher jetzt diskutieren würde, auch mit euch. Bitte. Wie ihr das seht. Ich finde die Westbindung im Kopf, die unhinterfragte Westbindung im Kopf, dass die doch für unsere politische Szene, gerade auch durchs patriotische Lager abseits von unserer Bubble, also AfD plus Umfeld, was da neu dazu kam ab 2015 oder 2014, dass dort die Westbindung im Kopf viel stärker verankert ist als dieses Hardcore-Russland-Boomertum, ja, was man in Ausläufern hat. Oder auch als dieses Hardcore-Markovic-Tum, die dann schon nach Moskau fast pilgern wie so Fellow-Travelers. Das halte ich für verrückte, lustige Zuspitzungen. Ja, wir hatten ja aber so eine Folge zu Incels gehabt. Aber ne? Das halte ich nicht für die Gefahr, die uns droht. Und, ja, ja. Und auch unsere Pro-Ukrainer, das muss ich als letzten Satz noch dazu sagen, unsere Pro-Ukrainer, die wir ja privat zum Teil auch durchaus sehr schätzen und auch so weiterhin machen wollen, auch nach diesem Podcast im besten Falle, aber die neigen dann immer dazu, so eine Russlandfahne auf einer Demo oder einen Markovic-Tweet oder irgendwas, ja, seht ihr her, wenn ihr jetzt den Westen kritisiert, dann kriegen die Oberwasser. Nein, bekommen die nicht. Das sind irgendwie 10 Mann. Das sind halt so Lautsprecher, die man oft hört, weil sie laut sind. Aber das droht doch nicht, irgendwie eine gesamte Partei und ihr gesamtes Milieu irgendwie zu prägen. Das ist genauso, wie wenn die Leute dann wieder irgendeinen Screenshot von einem Dugin-Interview posten, wo es dann gibt, ach, guck mal her, der ist ja gar nicht so pro Deutsch, der ist ja gar nicht pro Weiß, von mir aus in dem Fall, wo man dann sagen will, wer nimmt denn Dugin hier ernst? Also kann man lesen, aber ist jetzt nicht immer relevant für das, was wir denken. So, also es ist halt ein Strohmann. Das ist ein Strohmann, ja. Ich glaube, unser Hauptproblem besteht in der deutschen Rechten darin, dass jeder ähnliche Missstände anprangert. Also die einen kaprizieren sich nur auf Migration. Die anderen gehen tiefer und sagen, wir haben ein Geschichtsproblem, wir haben ein Identitätsproblem. Die anderen gehen vielleicht noch tiefer ins Philosophische, sagen, woher kommt das? Und dass die Wurzel der modernen BRD, so wie sie ausgestaltet ist, von 45 bis heute eine Handschrift trägt, die amerikanisch-westlich ist, das ist unverkennbar. Das wird auch niemand bestreiten, weil ja andersrum Leute wie Ulf Poschert und Co. von der Welt das ja wieder als positiv wenden. Also sagen ja, danke Amerikaner, dass ihr uns geholfen habt, zu dieser großartigen BRD-Nation zu werden. Und dann versucht man sozusagen die letzten schlechten 20 Jahre, den 68ern und am besten noch kommunistischen Einflüssen aus dem Osten anzulasten. Fakt ist, alles, was wir erleben, in der Kultur sowieso, wenn man das Kultur nennen will, bis hin zu politischen, unser politisches System, die Politikwissenschaft als Wissenschaft, du hast es studiert, woher kommt die? Was ist Politik? Das Studienfach gab es in der Form nicht. Es ist ein amerikanisches Konstrukt. Also es soll heißen, praktisch unsere ganze kulturelle, politische Einflusssphäre ist amerikanisch geprägt. Das heißt, du kommst automatisch natürlich zur Conclusio, wenn du schlau bist und sagst schon, die 70er waren nicht mehr so toll und die 80er. Ja, wie kommt das denn? Weil wir ein Modell aufbauen auf einem amerikanischen Gesellschaftssystem. Da kommen jetzt natürlich wieder einige um die Ecke und sagen, nein, in den USA darf ich sagen, was ich will und da gibt's Freihandel und da kann jeder auf seinem Grundstück ein Gewehr haben und da kann ich Eindringlinge erschießen. Ja, natürlich gibt es deutsche Einflüsse. Das Grundgesetz ist natürlich deutsch geprägt. Fakt ist aber, egal ob du der Martin-Sellner-Linie folgst und sagst, die Einwanderung kommt durch Selbsthass der Deutschen, was übrigens noch ein viel stärkeres antiamerikanisches Argument ist als die wirtschaftliche Linie, zu sagen, es kommt, weil wir ein Sozialmagnet sind oder warum auch immer, musst du immer zu der Erkenntnis kommen, dass am Ende die Wurzel oder die Hauptwurzel, sagen wir es mal so, wir haben uns natürlich auch selber viel vorzuwerfen, nicht nur den Amerikanern, dass die halt aus diesem Grundübel herrührt. Das muss man einfach so sagen. Wenn wir über Selbsthass sprechen, dass die Deutschen sich erniedrigen lassen von Ausländern und wir nur alles auf die Ausländer schieben, wie das ja einige tun, ich habe den Namen genannt. Ja, wo kommt denn der Selbsthass her? Wo kommt er her? Ja. Da, sicherlich nicht aus Russland. Ja. Egal, wie sehr man Russland hassen mag, weil vielleicht der Großvater irgendwo im Stasi-Knast saß. Ja, war unschön, ganz klar. Und man muss das nicht glorifizieren, das ist nicht das Thema. Und man kann auch sagen, Russland hat die Ukraine angegriffen, da passieren Kriegsverbrechen. Ist nicht das Thema. Aber der Selbsthass in Deutschland, und wenn man den mal als Wurzel nehmen will, bums, da sind wir doch beim Punkt. Und dann musst du hergehen und sagen, wie kommen wir, und da sind wir jetzt beim interessanten Punkt, wie kommen wir denn zu der europäischen Perspektive? Tja, und das ist das Entscheidende. Und das ist eben so, warum ich euch da so ein bisschen in der Form auf den Zahn gefühlt habe, ob man sozusagen zu der europäischen Perspektive nur kommt, indem man mit Russland
das amerikanische Korsett abstreift oder ob es auch ohne geht. Also ich glaube, man muss zuerst mal klarstellen, dass, das werfe ich jetzt keiner von euch vor, ich sage es nur für die Zuhörer, dass natürlich das nicht heißt, dass der Amerikaner mit Bajonetten hinter unseren Politikern steht und dadurch Einfluss ausübt. Sondern es ist eben so, dass was Schrenk-Notzing dieses Self-Re-Education nennt, also die Selbstumerziehung. Das ist dieses Amerikanertum, der Transatlantizismus, ist unsere zweite Haut geworden von uns Bundesbürgern. Und dadurch hinterfragt man das gar nicht. Also, und deswegen ist es auch so interessant, alle Parteien im Bundestag sind transatlantisch. Mhm. Die Grünen, die FDP, klar, die SPD, zumindest jetzt die heutige SPD unter Gerhard Schröder, gab es natürlich noch andere, da gab es auch russlandaffine Einflüsse und sowas. Aber alle Parteien sind transatlantisch und selbst die Linkspartei, nachdem sie jetzt den Wagenknechtflügel ausgespielt hat, selbst die Linkspartei ist in ihrer Parteiführung mehrheitlich pro-amerikanisch und pro-transatlantisch, pro-israelisch etc., pro-westlich. Das heißt also, alle Parteien sind pro-westlich. Und jetzt ist es so, dass die AfD als jüngste Partei in diesem Bundestag eben zum Beispiel als Interessenvertreter des patriotischen Lagers in Deutschland und auch als Interessenvertretung der Protestwähler etc. diese Frage noch nicht abschließend geklärt hat. Es gibt starke transatlantische Einflüsse, es gibt einen ganz kleinen Russland-Simp-Flügel oder wie man das da nennt, der halt sehr stark Russland so seine Sehnsüchte projiziert. Und es gibt, glaube ich, eine relative Mehrheit, vielleicht keine absolute, aber doch eine relative Mehrheit, die schon der Meinung ist, wir sind deutsche Patrioten, im besten Falle auch noch Europäer, aber das glaube ich bei den meisten nicht, aber ist ja egal erstmal an dieser Stelle. Und wie kommen, und der Konsens ist erstmal, wie kommen wir dahin, dass wir eben ein souveränes Deutschland haben, so für uns auch ein souveränes Europa. Und da ist jetzt, verläuft jetzt die Gretchenfrage. Da gibt es eben die einen, die sagen, wir können Massenmigration, woke Dominanz, linksliberale Gesellschaftspolitik etc. pp. Umkehren oder politisch einhegen ohne Loslösung aus dem Westen, weil das klappt ja in Japan zum Teil auch. Und dann gibt es die anderen, die eben sagen, nein, die Einbettung in das kollektiv westliche Gefüge bedingt das. Und ich würde sagen, letztere Position ist die, die man historisch, empirisch eben nachvollziehen kann. Und auch in Polen jetzt sieht man eben die Entwicklung, dass eine strikt nationale, in Teilen ja in Bezug auf Oberschlesien, kleiner Einschub, sogar antideutsche Politik, die dort durchaus mit nationalistischen Ressentiments spielt, mit nationalistischen Traditionslinien, mit nationalistischen Gefühlen und Antipathien etc., dass selbst dieser Nationalismus, der klassisch ist, des 19., 20. Jahrhunderts, dass selbst dieser Nationalismus nicht verhindert hat, dass in Polen jetzt die Multikulturalisierung einsetzt. Wer mal in Breslau ist, in Katowice ist, aber auch in Warschau oder Danzig, wird das sehen. Es geht dort nicht nur los, es hat dort längst begonnen. Mhm. Und in Tschechien im Übrigen auch. Also auch in einem Land, das durchaus einen gewissen Nationalstolz hat. Tschechien ist vor allem stark amerikanisiert. Genau. Und jetzt ist eben die Frage, was hilft denn den Tschechen dort, dass sie die antirussischen Affekte so stark bedienen? Ich verstehe die eben historisch. Stichwort Prager Frühling, Stichwort russische Besatzung, Stichwort Prozesse, die dort geführt worden sind von der russlandhörigen kommunistischen Partei. Aber du hast es ja selber angesprochen. Wenn man heute eine westkritische Perspektive einnimmt, heißt das doch nicht, dass man die Verbrechen der Sowjetunion 44, 45 zum Beispiel leugnet. Oder dass man den Imperialismus Stalins gegen die Kaukasusvölker leugnet oder sowas. Das heißt nur, dass ich in der Lage von heute, in der ich lebe, und auch auf die Zukunft gerichtet, überlege, was hindert mich, zum politischen Subjekt zu werden. Also zum selbsttätigen Subjekt. Du bist also ein neuer Bismarck. Naja, Bismarck hat zumindest eine nüchterne Ausgleichs- und Diplomatiepolitik verfolgt. Die würde man sie heute fortsetzen und weiterdenken, natürlich gemessen der Komplexität der heutigen Welt, die definitiv mehr wert wäre als Baerbock oder das, was leider Gottes eben auch manchen AfD-Transatlantikern vorschwebt, die sich ja diesbezüglich nur in Nuancen von den grünen Transatlantikern unterscheiden. Und um das jetzt abzuschließen, diesen Aspekt, niemand braucht eine weitere transatlantische Kraft. Das heißt, die deutsche Rechte, wenn sie selbst transatlantisch ist, dann geht sie selbst in die Self-Re-Education hinein. Dann folgt sie selbst den Mustern, die wir uns nicht selbst geboten haben, die wir uns nicht selbst auferlegt haben. Und damit wird sie selbst unsouverän. Und es ist einfach eine absolute Schizophrenie, eine politische Schizophrenie, eine weltanschauliche Schizophrenie, wenn ich einerseits auf Rechtspopulismus mache und Take-Back-Control, Nationalsouveränismus und all das anspreche, aber gleichzeitig den Elefanten im Raum, nämlich die Westbindung, den Atlantizismus, die Unterordnung unter das westliche Hegemonialkonzept, wenn ich das nicht ansprechen will, weil ich einerseits sage, naja, wir können uns so doch auch Freiheiten verschaffen, weil diese Freiheiten, das zeigt Polen, das zeigt Tschechien, das zeigt aber auch eben die Bundesrepublik Deutschland, die Freiheiten sind nicht so, dass man in der Langzeitperspektive eine souveräne Politik machen kann, die einen zum eigenständigen Pol in dieser neuen Weltauseinandersetzung, die jetzt droht,
mit China, mit Russland, mit den USA etc., mit diesen neuen Großräumen, die sich da auftun. Manche nennen es ja Multipolarität, also es gibt eben nicht mehr die Bipolarität, damals USA-Sowjetunion, sondern heute wird alles konfuser. Ja, was versteht ihr unter dem Begriff? Ist das einer, den ihr beide persönlich positiv deutet? Würdet ihr den benutzen? Ich benutze den ja, das ist ja nett. Ja? Ja. Weil du da, weil du vom Inhalt da praktisch einfach siehst, das ist ein neues System oder das ist sozusagen das ist halt die Einsicht, in dass es mehrere Machtzentren auf der Welt geben muss. Das ist ja in einem innerrechten Diskurs immer so sehr verengt auf Dugin angewandt worden, dass der das irgendwie erfunden hat. Ist ja weitestgehend Quatsch eigentlich, weil das ja hauptsächlich auf Carl Schmitt und sowas abstellt. Dass das mit den, das ja auch was Benedikt gesagt hat, was eigentlich auch eigentlich in der rechten DNA grundverortet sein sollte, dass es eben diese Art Pufferräume gibt, diese Räume, die sich in der Identität nicht klar zuordnen lassen. Das ist ja was nur durch eine Multipolarität überhaupt ermöglicht wird. Mhm. Also sozusagen, dass es, du hast ja auch von Schutzmächten geredet, dass es eben diese, ja, überspannende Möglichkeit gibt, wäre natürlich so ein unipolares System, wie wir das aus der Zeit nach dem Kalten Krieg kennen, einfach alles gleich macht unter einem Schirm. Und vor dem Hintergrund, dass es eigentlich, wo ich überhaupt nicht sehe, warum das jetzt irgendwie einen russischen Narrativ nur so in die Arme spielen sollte, finde ich den Begriff an sich schon richtig und gut. Weil es ja auch zum Beispiel anerkennt, dass wir jetzt zum Beispiel kein universalistisch philosophisches Problem zum Beispiel mit China haben. Mhm. Das, was ja zum Beispiel, viele Christen oder so haben, dass sie sagen, ja gut, natürlich ist es unser evangelikaler Auftrag, das Christentum auch nach China zu tragen und deswegen müssten wir zum Beispiel notfalls das, weiß nicht, wirtschaftspolitisch oder militärisch dann eben dort durchdrücken oder was weiß ich sowas. Das ist eben Quatsch, weil die Multipolarität eben anerkennt, dass man auf nüchtern an einem Tisch sich zusammensetzt und auch distanziert sagen kann, ihr wollt das, wir wollen das, wie kommen wir zusammen? Multipolarität hat meiner Meinung nach dasselbe Problem wie Ethnopluralismus mittlerweile. Ich schließe mich einerseits inhaltlich ja dem Volker hier völlig an, ich verwende den Begriff auch, aber ich merke, zumindest szeneintern, dass der Begriff der Multipolarität, auch wie der Begriff Ethnopluralismus, eben gewisse Trigger auslöst. Ja. Also die Leute, wenn man Multipolarität sagt oder eine multipolare Großraumordnung oder ähnliches anspricht, dann hat man relativ schnell den Stempel weg, Duginist zu sein. Ne? Weil es teilweise auch ein Chiffre ist. Weil es für manche wenige, ich halte ja für einflussschwach eigentlich, diese Hardcore-Duginisten, aber die wird von der Presse größer gemacht und auch von den Pro-Ukros und von den Pro-Westlern in der Rechten stärker gemacht, als er ist. Ich sehe diese faktische Verankerung des Duginismus in der neuen Rechten in Deutschland nicht, aber auch im übergeordneten gesamtpatriotischen Lager sehe ich die nicht. Aber egal. Also ich verwende den Begriff auch Multipolarität, unter Einschränkung, dass ich es eben nicht meine im Sinne eines versteckten Wortes für Russifizierung oder ähnliches. Und ich glaube auch, dass die Multipolarisierung gar keine Frage ist, ob wir das wollen oder nicht, sondern es ist ein historischer Prozess. Der vollzieht sich vielleicht nicht gesetzmäßig und auch nicht linear, sondern in Sprüngen, aber der vollzieht sich. Die USA hat immer mehr innere Widersprüche auszufechten. Die USA verliert nicht ihren Einfluss. Sie sind, wie Benoit sagt, der letzte Welthegemon. Aber es kommen eben andere Hegemonialkräfte auf. China hat eben gerade aus chinesischer Sicht ja nicht jetzt, werden sie ja nicht zur Weltmacht, sondern aus chinesischer Sicht kommen sie zurück als Weltmacht. Sie waren es ja über Jahrhunderte. Und Russland halte ich da eher für einen schwacheren Player, der momentan eher hoffen muss, von China nicht irgendwann geschluckt zu werden, geopolitisch. Aber ich glaube, diese multipolare Weltordnung birgt Risiken. Es wird alles unübersichtlicher. Also ein Beispiel, im Kalten Krieg durch die Bipolarität. Diese Bipolarität war ja auch friedensstiftend in Teilen. Es gab natürlich 50-51 Koreakrieg, es gab dann andere Kriege. Aber wenn man es auf die gesamte Entwicklungsphase des Kalten Krieges ansieht, war es insofern friedensstiftend, als dass klar war, weder Washington noch Moskau hatten ein Interesse an einer atomaren Eskalation. Hatten ein Interesse daran, dass es irgendwie so eine Art totalen Endkampf gibt. Das wollten beide Lager nicht, weil beide wussten, das droht dann die Vernichtung für beide Lager. Mhm. In der Multipolarität ploppen sozusagen eine Vielzahl von Konflikten auf. Also, ob das der Mittlere Osten ist, ne? Da gibt es dann die Iran, da gibt es Saudi-Arabien. Dann kooperieren die mal, dann kooperiert aber Saudi-Arabien vielleicht mal wieder lieber mit Israel. Dann gibt es noch übergeordnete Konflikte und so weiter und so fort. Also Syrien, auch Beispielraum, wo einfach mal Regionalmächte wie die Türkei, der Iran und Russland
aber auch die Amerikaner über ihre kurdischen Abhängigkeitskräfte. Auf Deutsch gesagt, es gibt viele neue Konflikte, wo andere Konflikte wieder mit reinspielen. Und diese neue Unübersichtlichkeit, glaube ich, verführt auch Leute dazu, eine Seite wählen zu wollen. Ja. Also sich bedingungslos hinter Putin zu stellen oder bedingungslos zu stellen hinter Washington oder bedingungslos hinter wen auch immer zu stellen. Weil es klarer ist. Und ich muss zugeben, ich habe auch eine gewisse doktrinäre Neigung. Mir wäre es auch lieber, wenn das einfacher wäre zu sagen, die Seite ist die richtige, so wie es damals im Kalten Krieg vielleicht für viele Leute klar war. Aber die richtige Position im Kalten Krieg war ja weder Moskau noch Washington. Die richtige Position war letztendlich die titoistische Position, nämlich die Blockfreien, also die dritte Position. Und die dritte Position heute existiert natürlich nicht mehr, weil die dritte Position heute sich nicht darauf, darauf fokussieren kann, es gibt die beiden Blöcke, ich bin gegen beide oder ich möchte mit beiden neutral mich verhalten. Sondern heute gibt es neben diesen beiden Blöcken eben noch China, heute, also die ja damals auch existierten logischerweise, aber die heute viel stärker sind und viel mächtiger sind. Und heute gibt es eben dann auch noch andere Regionalmächte. Und das macht alles die Lage so schwierig, komplex, und Komplexität neigt eben dazu, einfache Antworten eben zu verhindern. Es ist aber nicht nur die Komplexität, es ist halt auch leider ein sehr unidealistischer Standpunkt, wenn man sagt, es ist bekannt, dass zum Beispiel die Israelis, wenn sie einen Luftschlag in Syrien begehen wollen, die Russen vorher fragen und die Russen erlauben das denen dann halt einfach, um irgendwas anderes von den Israelis wieder zurückzubekommen. Also so eine, was man in der Geopolitik eine Multivektorenpolitik nennt, dass man, ich gebe dir was und dafür kriege ich wieder was. Das ist unidealistisch und ich kann das verstehen, wenn man dann als junger Rechter sagt, ja, da will ich aber nichts mit Politik zu tun haben, sondern ich will halt einen absoluten idealistischen Standpunkt vertreten. Ich glaube, die Multipolarität birgt immer so ein bisschen diese Romantik der Friedensfahne. Also so, wir haben so viele Machtzentren, die sich gegenseitig irgendwie neutralisieren, weil sie sich gar nichts tun können. Wir haben ja noch gar nicht, werden wir heute auch nicht mehr zu kommen, über China, Indien, Brasilien, was es da alles gibt, aufstrebende Staaten und so weiter. Also der Traum dieser Multipolarität ist ja eben oft, dass man sagt, wir haben nicht nur die Amerikaner, du hast ja das Thema Frieden angesprochen, Benedikt, sondern dadurch, dass viele Leute stark sind, vielleicht auch viele Kräfte Atomwaffen haben und so weiter, gibt es eine Art von Frieden. Die Frage ist, wie historisch haltbar so eine These ist. Und die Frage ist ja auch, und das ist noch eine, die ich euch abschließend zu diesem Podcast, ich glaube, das ist ein Auftakt zu einer längeren Serie oder zu Streitgesprächen, die man einfach mit Mikrofon führen kann, ohne Ziel, einfach mal drauf los zu sprechen, was dieses Thema betrifft. Ich glaube schon, dass viele, die auch den Begriff Jungeuropa grundsätzlich sympathisch finden, schon davon ausgehen, natürlich, dass, Stichwort Multipolarität, ein Wiedererstarken Europas natürlich schon auch einhergehen würde mit zumindest den Überlegungen, kann man Hegemon sein? Will man Hegemon sein? Darf man Hegemon sein? Weil ja, natürlich die Frage danach, ein Machtblock zu sein, der die anderen neutralisiert für ewigen Frieden, für viele junge Leute unsexy klingt. Das heißt, man muss sich natürlich schon die Frage stellen, bedeutet nicht ein starkes Europa auch das Bewusstsein, dass es zu Konflikten kommen wird? Ja, aber die Hegemoniefrage hat ja zwei Ebenen. Die eine Frage ist die Hegemoniefrage nach innen und die Hegemoniefrage nach außen. Mhm. Sag mal, es gäbe ein junges Europa von rechts. Ne? Man muss noch kurz einschieben, es ist ohnehin so, dass wir außenpolitisch ohnmächtig sind, weil, also nicht nur wir als drei Personen, sondern auch wir als Szene, weil wir ja generell politisch einflusslos sind. Aber man muss ja wissen, wo man morgen sein möchte, wo man hin möchte. Deswegen ist es trotzdem wichtig, auch solche Themen zu besprechen. So, es gibt eine Hegemonie nach außen und nach innen. Die Hegemonie nach außen im europäischen Kontext wäre ja, wie kann sich Europa behaupten als Spieler, ob das digitale, wirtschaftliche, politische und so weiter und so fort, wie kann sich Europa nach außen mit anderen Hegemonen verständigen, aber auch auseinandersetzen? Mhm. Konfliktreich? Mit Widersprüchen, aber im besten Falle eben als ein Pol der Weltpolitik, der europäische Pol. Das ist die Hegemonie nach außen. Und dann gibt es die Hegemonie nach innen, innerhalb dieses neuen Europas, des jungen Europas. Dort wäre es natürlich so, dass der deutsche Pol innerhalb dieses Hegemoniekampfs ein starker wäre. Mhm. Weil es natürlich auch innerhalb eines Hegemonialkomplexes ja jemanden gibt, der so eine Art Leitbild setzt, durchsetzt oder zumindest anstößt. So. Mhm. Und das würde natürlich, und da haben die Linken ja recht, die dann irgendwie einem vorwerfen, naja,
Aber ein neues Europa von rechts würde auch bedeuten, dass es auch ein neues Deutschland von rechts gibt. Ja, natürlich. Getreu unserer Leitlinie Region Nation Europa gibt es eben alle drei Ebenen zu berücksichtigen und zu implementieren. Und die nationale Ebene, also die mittlere Ebene, wäre natürlich so, dass in einem rechten Europa der deutsche Einfluss stark wäre. Der Volker schaut gerade so neugierig. Ich habe hier zum Beispiel ein kleines Büchlein liegen von Karl-Heinz Weismann. Und Weismann ist ja einer der, als zumindest sich noch politisch geäußert hatten und nicht in Dauerangst vom Verfassungsschutz sich in die Sicherheit des Schweigens zurückgezogen haben oder in die Sicherheit irgendwelcher abwegiger Kolumnen über Themen, die fast keinen mehr interessieren, nicht mal JF lese, aber das ist ein anderes Thema. Er hat in seiner guten Phase ja immer wieder über Mitteleuropa geschrieben. Über ein Konzept, das Friedrich Naumann aufgegriffen hat, das dann Gisela Wirsing und andere konservative Revolutionäre aufgegriffen haben, das Otto Strasser stark gemacht hat, wo es eben darum ging, dass man erstmal den Nukleus eines neuen Europa bildet durch Mitteleuropa, wo Deutschland, also Deutschland ist nicht Osten, Deutschland ist nicht Westen, Deutschland ist die Mitte Europas. Und als Mitte Europas hat Deutschland auch einen natürlichen Einflussrahmen. Zum Beispiel eben vielleicht auf Teile des Balkans, auf, vielleicht in Partnerschaft mit Tschechien, Österreich sowieso, Niederlande, Belgien und solche Dinge. Und das war für Weismann im Endeffekt ein Fluchtpunkt. Das finde ich sehr spannend, weil wir heute ja so diesen Zustand haben, dass heute die politische Rechte sehr, sehr nationalstaatlich geprägt ist. Ja. Und Karl-Heinz Weismann hat wieder. Hier wieder zurück, ein Rollback. Und Karl-Heinz Weismann hat hier 2006 bereits in seinem Gesprächsband mit Götz Kubitschek geäußert, dass eine Rückkehr zum Nationalstaatsdenken nicht zielführend ist. Also er fragt, Kubitschek fragt, was wäre denn zielführend in Bezug auf Europa? Weismann, zuerst müsste geklärt werden, welche Handlungsmöglichkeiten wir, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt Kubitschek, wir, Weismann, die Deutschen haben. Es entfällt wohl der Rückzug auf die Nation als solche. Und dann ganz interessant, wenn man weiter den Ausbau der EU oder ein eurasisches Konzept zurückweist, dann bleiben zwei Optionen, das karolingische Europa oder Mitteleuropa. Also karolingische Europa, diese deutsch-französische Gemeinschaft, die dann eben den Kern bildet, aber er entscheidet sich für Mitteleuropa und leitet das dann her. Und das ist ganz interessant, dass es diese Traditionslinien gibt, weil man plädiert dann sogar für eine europäische Autarkie. Ne? Das, wenn man das heute in der AfD sagen würde, würde man wahrscheinlich ein PAV bekommen, weil das paneuropäisch ist oder sowas ähnliches. Aber das ist ganz interessant. Und was ich damit sagen will, ist, dieser Europagedanke von rechts, der hat verschiedene Facetten. Es gibt nicht nur dieses paneuropäische, Kudenhove-Kalergi und was einem immer um die Ohren fliegt. Es gibt nicht nur Dreux-La Rochelle, Denis de Rougemont, die europäischen Föderalisten. Es gibt auch die Mitteleuropa-Konzeption aus der deutschen konservativen Revolution. Es gibt andere Formate. Es gibt Ernst Niekisch, über den man mal einen Podcast machen müsste, weil Ernst Niekisch eben nicht nur der Moskau-Unterordner ist, als der oft gezeigt wird. Es gibt verschiedenste Konzepte innerhalb unserer rechten Blase, aber diese Konzepte wurden aus meiner Sicht dann eben nicht weitergeführt ins Heute. Und das ist ein Problem, weil, und du hast es ja gesagt, Philipp, im 1%-Podcast mit Alexander Jungblut, man braucht eine Art Vision. Und viele Leute sagen, nee, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, dieser klassische Boomer-Spruch, oder wir sind außenpolitisch so ohnmächtig, wir müssen erstmal über das Innere reden. Aber das Primat der Außenpolitik in Deutschland bedeutet eben auch, dass ganz konkrete innenpolitische Fragen doch gar nicht lösbar sind ohne weltpolitische Konstellationswechsel. Ein Beispiel, die Remigrationsmaximalisten. Wie stellen die sich denn das vor? Wie soll denn eine Remigrationspolitik der BRD aussehen, solange das westliche Hegemonialbündnis besteht? Also weder England noch Frankreich noch die USA haben Interesse daran, dass NATO-Partner intern Konflikte haben wegen Remigration, also beispielsweise Türkei gegen Deutschland oder irgendwas. Und deswegen ist Außenpolitik wichtig und deswegen ist es auch in der Politik der Ohnmacht, in der wir jetzt stecken, trotzdem für uns essentiell, uns vertraut zu machen mit verschiedenen Möglichkeiten, über das Europa von morgen nachzudenken. Und da gibt es ja schon extrem viel Material. Und dieses Material, du hast völlig zu Recht gesagt, Philipp, es gibt eigentlich eine Reihe. Und ich bin auch dafür, dass wir das fortsetzen, weil es muss, und das ist mein Fazit, es muss eben die Option geben, weder diese russische Simp-Variante zu wählen, die aus meiner Sicht sehr klein und unbedeutend ist, noch eben diese transatlantische Subordination zu akzeptieren. Und diesen Mittelweg herauszuarbeiten, das kann eigentlich nur unsere Aufgabe sein, weil andere möchten lieber zurück in Rollback. Politik der 60er, Europa der Vaterländer, Charles de Gaulle. Und das ist eben aus verschiedensten Gründen ahistorisch und eben auch egal, wie man dazu steht. Man kann es auch gut finden, aber es ist eben irreal. Es ist nicht nur ahistorisch, es ist auch sehr schwul. Ja, ist ein schönes Schlusswort. Finde ich. In diesem Sinne gehen wir was essen, oder? Ja. Macht's gut.